Leute, und willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Wir sind hier in der Coral. Schinnerfolk-Soldaten kamen und sagten, dass sie die gesamte zur Verfügung stehende große Materie sammeln würden. Ich glaube, sie bringen sie vom Coral-Reaktor mit dem Kohlezug hierher. Okay, das ist mir noch, wo es ist. Bitte kauf was, egal was. Ja, nee. Okay. Ich weiß vielleicht doch nicht. Ah, doch, hier hoch? Ah, ja, okay. Warf Coral. Da müssen wir hin. Bin doch eigentlich voll geheilt? Yes, okay. Hier werden wir wieder kämpfen müssen. Das war ja die arschlange Brücke. Was war ein arschlanger Weg vor allem, ne? Naja. Na gut, ja. Ja, Alter. Okay, ein Angriff hat ja schon gereicht. Und wenn man nämlich zu lange braucht, dann explodiert der ja, ne? Und dann bekommst du gar keine EP. Und der macht ja auch noch Schaden dazu. Ja gut, dann ist aber dieser Ort hier schon mal ganz angenehmer als beim letzten Mal hier durchlaufen. Die dürfen einfach attackieren. Scheißegal, ob du deine ganzen Angriffe schon geplant hast, die dürfen jetzt erstmal attackieren. Halt doch ziemlich nervig. So, genau, hier waren wir ja auch schon mal. Ich glaube, da oben gab es sogar eine Kiste, wo wir mich abgeholt haben. Ja, der Kampf ging ja auch ziemlich einfach auch. Oh, wir haben sogar eine goldene Nadel, für das ist hier so ein... Was war das nochmal? Ach, nee. Ach doch, da, Kopiekiste. Die habe ich nicht eingesammelt. Ich weiß gar nicht warum, ich hatte die einfach verpasst. Und ich hatte keinen Bock, die zu holen wegen Gegnern. Naja, jetzt holen wir sie ja. Davor erkämpfen wir erstmal. Genau wieder gegen den gleichen ist. War's, oder? Nee. Alter. Komm. Ich mach Spaß in den Hand. Seht du. Fällt gerade erst so richtig auf, wie viel wir eigentlich noch leveln müssen mit denen. Also, na gut. Wenn wir wieder unser Trio zurück haben. Oh, das war wahrscheinlich eine schlechtere Waffe für ihn, ne? Ja, eine viel schlechtere. Ja, weil die halt auch früher kommt. Also Cloud kommt ja schon auch wieder, das ist ja klar. Ist ja jetzt kein Wunder. Dann werde ich auf jeden Fall wieder krass leveln, weil das muss halt auch eben sein. Wir sind gerade mal, wir sind nicht mal bei 50 und... Ja, bisher müssen wir es eigentlich noch nicht, aber... Ne, es macht es halt deutlich einfacher.
Ich meine, hier ist ja jetzt easy, aber es kommen ja schon noch hart härtere Stellen. Mal an, ich glaube, hier ist halt nicht so schön. Dass man nachher so ein bisschen Angriff kommt. Und nochmal eine goldene Nadel. Ja. Hi. Kann ich helfen irgendwie? Wow. Pretty cool. Nicht schlecht. So viel Leben. Oh, ihr seid. Was sind wir? Ja, wir sind dumm, weil wir sind euch direkt in die Arme gelaufen, aber naja. Jetzt werdet ihr dafür bestraft, weil wir gewinnen diesen Kampf. Wahrscheinlich. Wir kaufen es mal. Ah, da noch. Oh nein, das ist nicht so. Mach ich dann nochmal, das ist okay. Nee, sie steht nicht mehr. Okay, gut. Ich glaube, im Moment sind wir sicher. Warte! Mist! So ein Ding fällt die große Materie, oder wie? Tatsächlich mit dem Zug. Ab mit der großen Materie. Nein, ihr verdammten Idioten. Was nun? Große Materie? Hey, kennt ihr mich nicht? Ich bin Sid, kapiert? Verdammt nochmal, und jetzt lasst mich machen. Wir fahren jetzt hinterher, oder was? Hey. Ja, das tun wir. Das kann ja nur gut werden. Steuert man das nur? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie? Keine Angst, ich schaff das. Zwei Hebel, einer links, einer rechts. Man muss nur die beiden abwechseln. Hebel abwechseln, hoch und runter drücken. Bei der Geschwindigkeit, denke ich, dauert es etwa 10 Minuten. Haltet euch fest, es geht los. Das wird langsam schwer. Hallo? Ach da. Okay, wir springen ab. Alles klar. Wir müssen schnell nach vorne. Ja. Ja, wahrscheinlich werden Kämpfe läuft es auch noch weiter. Ja, war klar. War klar. Das ist nur Feuer! Oh nö, das ist verstummt. Komm, Luffy, bitte. Ah, scheiße. Okay, er macht links einen Angriff. Okay, gut, 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 gut. Okay, beide sind aber aufgestiegen, genau gut. Komm, weiter, weiter, weiter. Müssen wir jetzt jeden Mal beim Kämpfen oder was? Oh nein, das wird dann aber hart. Gegenangriff. Ach komm! Lass mich doch aus dem Angriff kommen, du Arschloch. Was? Er überlebt das? Was?
er kann ja nicht mehr. Muss alle gleich heilen. Ja, geht doch. Meine Fresse. Boah, ey. Was war das denn? Beine. Ich dachte jetzt schon, ich kann meinen Scheiß momentan geben. Das wäre jetzt gewesen. Das wäre es jetzt gewesen. Ich muss mit dem was ankämpfen. Ach du Scheiße. Oh, hallo. Ja, ich mach keine Tür, das dauert viel zu lange. Ich weiß nicht, ob vorher was bringt, das ist tatsächlich ein Scheiß, wenn es nichts bringt. Doch, das bringt was. Aber nicht so viel. Also Feuer 2 bringt nicht so viel. Das ist wirklich traurig. Ach komm, halt die Fresse. Was? Dein Ernst? Mal hier los jetzt. Lass er sterben, lass er sterben, lass er sterben. Dein Ernst? Dein Ernst? Willst du mich eigentlich verarschen? Nee, gab es ja auch noch, oder was? Was du das jetzt brauchst, du hast so viel fucking Leben. Wir sind schon Boss. Ach, Abwehr. Das gibt's doch nicht, jetzt stirb doch, Mann! Ja, toll. Ach, ich hab die scheiß Granate nicht ausgerüstet, oh Gott. Das muss ich auch noch machen. Oh, endlich. Gott, das war ja wie ein Bosskampf. Jetzt warte mal, ich muss jetzt erstmal Barrett's Limit kurz machen. Quasi ändern. Limit, Barrett. Ja, hier, Stufe 2. Ändern wir das übrigens. Nochmal heilen. Weil habe ich nicht irgendwo einen Zauber? Irgendwo habe ich einen Zauber. Vorne. Oh, das muss doch nicht sein. Ich will, dass der stirbt. Ich weiß nicht, ob das was bringt, weil er in der Luft. Alter, hat der viel Leben, Mann! Feuer 3, Mann. Ja, das kann aber jetzt nicht überleben. Doch, kann er. Wie er das kann. Die stellt sogar. Ach, endlich! Gott, wie viel Feuer 3 soll ich denn einsetzen? Achso, hey, hier da! Okay, gib die große Karte hier raus. Verdammt! Ah!
Gott, das ist ein großer Fehler. Das heißt, hier auch kein großes Risiko, ich mach Feuerball. Ich will nämlich, dass der so schnell wie möglich stirbt. Das ist eigentlich am besten. Ich habe es aber nicht mit ihm eingesetzt, oder? Fick dich! Geil daneben. Du bist das Barrett schläft, der so den Endspiel ausgewichen. Ja, okay. Macht der dann. Vielleicht mutig mir zu folgen, das vergesse ich dir nicht. Dafür ist jetzt keine Zeit. Vergiss die große Materie. Wir sind die, die in Schlafen sitzen. Ich weiß, cool bleiben, wenn wir so weitermachen, rasten wir in Nordkorb rein. Mal sehen, wenn wir die Hebel abwechselnd benutzen, um zu beschleunigen. Linker Hebel, dann müssen wir bremsen, wenn wir die Hebel gleichzeitig nach oben und oder nach unten drücken. Ja, hallo. Funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ach, jetzt. Ey, das funktioniert nicht. Warum beschleunigst du? Andersrum, warte, diesmal werde ich. Hab ich's? Oh, das war nicht gut. Hey, pass auf, Mensch, Opa. Ist weg. Verdammt! Okay, es war gut. Oh, Junge, das hat erst nicht funktioniert. Ich habe alles gedrückt, nichts hat funktioniert. Objekt, große Materie. Hallo? Ihr seid sehr mutig, ich bin beeindruckt. Bin ich. Hier. Habt ihr nicht den Zug von Shinra gestoppt? Sie wollten uns wieder töten. Auch vor der Gerümpel ist es die einzige Heimat, die wir haben, Barrett. Ja, natürlich. Wir wurden alle in den Kohlebergwerken geboren und aufgezogen, egal wie hart es wird. Unsere Herzen glühen feuerrot wie Kohle. Zur Hölle mit dem Meteor. Wir sind Bergleute, oder nicht? Wir graben einen tiefen Tunnel und verstecken uns vor dem Meteor. Das ist es. Hey du, wie wär's mit irgendwas für die Jungs, die gegen Shinra kämpfen? Ich hab's aus dem Brunnen geholt. Ist das nicht ein toller Stein? Materie. Oh, Ultima. Es muss eine furchtbare Schlacht gewesen sein. Du hast Narben am ganzen Körper. Ich habe schon mit dem Kneipenwirt gesprochen. Heute könnt ihr kostenlos dort bleiben. Ah, okay, es wird automatisch gemacht. Stärksten Angriffe, die es glaube ich gibt. Die würde ich eigentlich gerne mit Cloud reinmachen, wenn wir wieder Cloud haben. Ich weiß ja nicht, wie lange das noch dauert. Eigentlich sollte glaube ich nicht so lange. Na, warte, speichern. Speichern wäre nicht schlecht. So, und wohin müssen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen eigentlich wieder zu den Ding hier zurück, zu den da wo wir auch schon die Baumhütten sind, oder halt, ja. Midel heißt es, glaube ich. Da müssen wir gleich wieder hin. Es wechselt ganz oft, weil jetzt haben wir eigentlich beide Orte gemacht. Also wir haben Fort Khan, wir haben im letzten Part gemacht. Jetzt haben wir ja gerade den Korra. Jetzt haben wir nur den Ort, ach, hier ist er doch. Na, ich muss hier draußen landen. Genau so ist es. Ich speichere mal ab, weil der Flug. Danke, wer war das? Auch sonst kann ich nur kommen. Okay. Auch die sind ja nett, was.
Wenn ich frei bin. Wenn wir mit nach Hause nehmen. Oh, der ist gar nicht nett. Oh, der ist gar nicht nett. Boah, der ist echt nicht nett. Der ist echt nicht nett. Dann komme ich mal in den Spaß und jetzt hier hin. Boah. Ich hab die echt unterschätzt, glaube ich. Großer Fehler, den ich unterschätze. Nein. Das funktioniert nicht gut mit Luffy. Irgendwie nicht, ne? Hä? Funktioniert irgendwie gar nicht gut mit Luffy. Ich glaube, ich werde es ja austauschen. So leid es mir auch tut. Oder übel austauschen. Ich nehme nicht Red rein, habe ich nämlich vor. Oder Vincent. Wie nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen Red. Red haben nämlich schon, da habe ich mehr drin. Glaube ich jetzt mal. Materie. Red. Der hat aber. Ah, oh, der hat aber wenig Platz. Warte mal. Zahnreif, Eisergarde, muss ich noch irgendwas haben, oder? Ja, Diamantreif, Edenreif, Geiges, das ist so Surfbound. Jetzt geht's. Nee, brauche ich nicht. Analyse ist ganz gut. Ultima. Das war aber ganz schön viel HP gerade abgezogen. Warte mal. Guck mal erstmal. Shiva. Breaker auf jeden Fall. Die ganzen Starken braucht er auf jeden Fall. Todesstoß. Odin. Gewitter. Hitze. Extra HP auf jeden Fall. Ja, was war jetzt gerade nochmal das Ultima? Ich weiß nicht mehr. Das ist nämlich schon ganz schön viel Leben, wo ihm abgezogen werden hier gerade. Ich einfach mal ab, wenn es ja zu viel wird, dann sehen wir es ja. Es ist unglaublich, dass er sich wieder erholt hat. Als sie ihn hergebracht haben, nachdem sie ihn gefunden hatten, dachte ich, dass er keine Chance hat. Der Junge hat wirklich einen guten Schutzengel. Ich verstehe kein einziges Wort. Ich bin eine Näherin. Ich dachte, ich könnte etwas für dich tun. Welche Zahl bin ich? Gar keine. Okay, wir sollen hier anscheinend doch noch nicht sein. Ich mache mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen, dass ich jetzt hier mich komplett verirre. Deswegen gucke ich erstmal nach, wo wir lang müssen. Thank you.
beides gemacht. Was sind das jetzt? Oder gibt es noch was wir machen müssen? Hä? Hä, ich habe das doch gemacht. Jetzt verarsch mich hier doch nicht. Sollte es hier weitergehen. Es kann natürlich sein, dass ich hier das vergessen habe abzuholen. Hier, das kann natürlich mein typisches Ich könnte das sein. Oh, jetzt hier, Land halt, Mann. Vergaß ich euch zu sagen. Aha. Okay. Das habe ich vergessen. Was ist denn das? Mann, das ist die große Materie. Um ehrlich zu sein, das ist die Materie aus dem Reaktor. Wie haben wir dann eigentlich bekämpft? Wir wollten nicht den Reaktor schützen, sondern den Kondor. Beim Bau des Reaktors wurden wir zur Arbeit gezogen, also wussten wir, was sich im Reaktor befindet. Ich wusste, der Tag würde kommen, nachdem die Shinra-Truppen weg waren. Schlich ich mich hinein und nahm die Materie. Ich wollte euch nicht reinlegen, aber im Endeffekt. Es tut mir wirklich leid. Vergiss es einfach, jedenfalls leben wir noch. Aha, so gesehen sind wir wirklich dankbar. Die letzte große Materie hinter Shinra her ist. Befindet sich im Unterwasserkanal. Wir müssen vorher da sein und sie in jedem Fall stoppen. Aber Shinra ist sehr wachsam, weil wir ihnen immer die Suppe versalzen. Wie wär's mit einer Pause? Besuchen wir mal den Kleinen. Du meinst bestimmt Cloud. Ah, okay. Ich mache mir auch Sorgen um Tifa. Sie kümmert sich um den Jungen. Vielleicht wird das zu viel. Wir sollten mal nachsehen. Runter nach Medell. Okay, alles klar. Das machen wir dann am nächsten Part, Leute. Dann machen wir dann im nächsten Part jetzt. Tut mir leid, dass ich jetzt hier das vergessen habe, aber... sowas passiert mal. Ich dachte, wir hätten die nämlich schon. Also ich dachte, wir hätten die schon da mit ihr oder mit ihm interagiert. Macht schon Spaß irgendwo, ne? Oh, auf dem Gras bitte landen, danke. So. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Final Fantasy 7. Und ciao.